Ja, Erik, das war ein sehr wichtiges Moment. Was passiert bei dem Schuss zum Ersten? Ja, ich sehe den Ball relativ spät, kann ihn dann nicht direkt festhalten, gehe nach vorne und ja, sehe ihn relativ spät und dann gehe ich an eine normale Torwartaktion und er springt ein Stück weit auch in mich rein einfach. Ja, für mich kein Elfmeter in der Situation. Gab es Kontakt oder nicht? Es gab einen ganz leichten, aber ich gehe ganz normal in eine Torwartaktion rein, er springt in mich rein und ja, der Schiedsrichter hat es auf dem Feld genauso gesehen. Und ich denke, wenn wir so lange brauchen, um eine Entscheidung zu fällen, das ist nicht das, wofür wir den Videoassistenten jetzt haben. Zu der Fahr. Ja. Ja, aber Kontakt ist Kontakt, oder nicht? Ich finde, ich gehe eine ganz normale Torwartaktion, versuche einfach den Schuss zu blocken und er springt auch in mich einfach rein. Also für mich ist das in der Situation kein Elfmeter. Okay. Mental ist das schwer für einen Goalie heute oder nicht? Das muss man abschütteln. Das ist ja nun mal so als Torwart, dass wenn man einen Fehler macht, dass es dann schnell ein Gegentor sein kann. Aber das muss man halt einfach abschütteln und dann geht das Spiel ganz normal weiter. Sie schlafen gut heute Abend, oder? Klar wird man über die Situation ab und zu nachdenken, aber ja, wir müssen das Ganze analysieren und dann geht's weiter. Danke. Bitte.